Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Bioshock 1, meine lieben Freunde. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir nach Hephaestus gegangen sind. Und ja, bevor ich jetzt halt irgendwie was von der Story verpasse oder so, habe ich mir gedacht, komm, Jung, fängst du einfach im Ladebildschirm an. Und das habe ich gerade schon getan und dann ist mir auf einmal Bioshock abgestürzt. Passiert, ist halt ein älteres Spiel. Und kommt halt noch nicht so wirklich, oder kommt nicht wirklich klar mit zwei Monitoren und dadurch Anzeigefehler und sowas. Schwamm drüber, weißt du? Jetzt habe ich dann nochmal die Aufnahme gestartet und jetzt wollen wir mal sehen, wie lange es hält. Und ich hoffe die ganze Zeit, denn ich bin heiß auf das Spiel. Ich habe es ja, wie gesagt, noch nie gespielt. Und dieser wunderschöne, frivole Ladebildschirm, der ist jetzt mir ein bisschen zu lang. Ich nehme mal derweil einen kurzen Schluck. Ich habe mir übrigens hier eine Kaffeekanne hingestellt. Oh, ich spiegel mich sogar in der Kaffeekanne. Ich kann mich jetzt beim Zocken beobachten, wenn ich wollen würde. Wie geil. Okay, das ist jetzt nur so nebenbei, ne? Aber... Oh, jetzt geht's los. Okay, wir sind jetzt bei Hephaestus. Ich trinke jetzt aber eben. Im Garten darf man was erwarten. So. Tee-Tagebucheintrag. Ich, eine Attentäterin? Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Als Opfer der genetischen Manipulation, das ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist... weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Jo, der kam jetzt einfach mal so da entgegen uns. Und sie eine Attentäterin? Wer weiß das schon? Ich werde jetzt hier mal die Little Sisters bemühen. Warte mal, habe ich jetzt die Maussensitivität auch anders? Ja, glaube ich schon. Warte mal. Ja, so ist besser. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. So. Wir haben 185. Wir hatten ja Little Sisters gerettet, beziehungsweise auch getötet. Deswegen gibt es erstmal ein Gesundheits-Upgrade. Und ein Eve-Upgrade. Und was kaufen wir uns denn noch von dem anderen? Elektrohaut? Hört sich gut an. Winterblast. Achso, wir haben jetzt nur noch im Prinzip für Elektrobolt 2. Adam oder Elektrohaut. Komm, wir nehmen den Elektrobolt 2. Wendig-Expert. Hackerfokus. Was war nochmal Hackerfokus? Weiß ich gerade nicht. In Genbank lagern. Ja, jetzt haben wir sowieso... Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Sorry. Jetzt haben wir sowieso nicht mehr so viel... Oh, Waffen-Upgrade. Ja. Was machen wir denn... Armbrust. Ach ja, wir haben ja eine Armbrust bekommen, ne? Wir haben doch eine Armbrust bekommen. Da. Stimmt, wir haben ja letztes Mal eine Armbrust bekommen. Aber ich mache eine... Schadensteigerung der Schrotflinte. Waffen-Upgrade ist leider hier jetzt geschlossen, destilliertes Wasser. Aber ich finde, das Spiel sieht immer noch so schön aus. Hier, den haben wir gerade verbrannt und einfach mal so die falsche Waffe gezückt und die Typen in die Luft gesprengt. So. Zirkus der Werke. Wow! Fuck! Da kommen immer so frische Bomben raus, okay. Okay, dann lassen wir diesen Zirkus der Werte mal weg. So, wir gucken uns aber vorher natürlich mal um hier, bevor wir jetzt nach oben. Oh, ich dachte gerade schon. Leck. Übrigens jetzt auch eine neue Grafikkarte. Hat bei dem Spiel zwar jetzt keine Auswirkungen so wirklich, ne? Aber wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Konstante 60 FPS. Waren vorher zwar auch, aber. Ich denke mal, der ist tot. Nein, ich denke mal, das wird man jetzt nicht unmerklich merken. Allerdings muss ich sagen, wenn jetzt hier wieder Lecks kommen, dann liegt das tatsächlich an der Festplatte, habe ich festgestellt, weil beim letzten Mal war sie ja auch schon fast voll, als ich aufgenommen habe. Und von daher, ja, bitte ich die Lecks dann
zu entschuldigen, sollten wir so weit kommen, dass es wieder vorläuft. Eine Stadt auf dem Meeresgrund errichtet. Aber wo sonst konnte uns aus den Klauen der Parasiten befreien? Wo sonst hätten wir eine Kunst entstehen lassen können, die nicht zensiert wird? Eine Wirtschaft aufbauen, die nicht kontrolliert und eine Gesellschaft erschaffen, die nicht zerstört werden kann? Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Hatten wir das nicht schon mal gehört irgendwo? Hat er das nicht schon mal gesagt? War mir nicht so? Jo, okay. Kann ich nicht nehmen, Lagerkiste. Okay. Wir gehen jetzt nochmal nach oben gucken. Hier noch sowas war. Ja. Ah, fuck. Warte mal, ich glaube, das hat sich auch verstellt. Grafik-Audio-Option. Das hat sich auch alles verstellt. Ach, Junge. Ach, Junge. Siehst du mal. Sprachlautstärke belassen wir soweit. Ah, machen wir einen kleinen Tick. So, halb benutzen an, aus. Okay. Das hat sich auch alles verstellt jetzt durch den Absturz. Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. So. Dann gehen wir mal jetzt dahin, wo uns der Pfeil hinführt. Fuck. Ah, jetzt kommt von da wieder einer. Ach ja, die Explosion. Verdammt. So, Securius. Was steht da? Securius oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Habe ich letztes Mal auch gar nicht drauf geachtet. Securius, genau. Hitzeverlustmotor. Oder irgendwie sowas stand da gerade. Heating Loss Monitoring. So. Wir sind. Oh nein. Wo, bitte? So. Die laufende Flasche. Okay, da strömt nur Gas aus. Beim einmal drauf schießen. Beim zweiten Mal strömt da nicht nur Gas aus, sondern explodiert sie auch. Mach ich jetzt extra, damit... Och man, schon wieder Licht aus. Splicer. Alter, so ein bisschen creepy ist es ja schon, ne? Vor allem, weil hier überall... Alter! Arschloch! Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Der zappelt ja auch ein bisschen rum. Alter, ich wusste, dass hier... Entschuldigung, dass es wahrscheinlich jetzt die Tonspur so übersteuert ist, aber... Wow, ich wusste genau, dass hier irgendwas falsch läuft. Ja. Keine Ahnung. Ich hoffe, jetzt hat sich auch mein Mikrofon nicht verstellt worden automatisch. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ah, Big Daddy höre ich. Das ist sehr gut. Big Daddy. Vielleicht haben wir ja auch eine Little Sister dabei. Manchmal sind ja Little Sisters dabei. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australian Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse.
Der Australier kriegt es nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages schwierig. Scheiße. Okay, der Big Daddy ist tot. Ich schicke ihr durch. Oh. Oh. Ich meine, das bin ich gerade plötzlich spielen. So. Wie war denn hier nochmal? F. F war Eve, oder? Nee, heilen. Okay. Retten wir sie oder töten wir sie? Das ist jetzt die Frage. Lass uns sie retten. Lass uns sie retten. Wie ich gehört habe, gibt es hier auch wohl mehrere Enten. Danke. Die Kleinen hatten nie jemanden, um den sie sich scharen konnten. Außer mir. Und ich bin ja nicht der Rede wert. Du gibst ihnen Hoffnung. Und dafür bin ich dankbar. Ich werde dir etwas schicken, um dir unsere Dankbarkeit zu zeigen. Okay. Nehme ich gerne dann an. Weiter! Ja, ja, ja. Einmal hat es funktioniert, ein zweites Mal nicht. Oh, oh, was ist das? Das ist eine neue Art von Splicer, oder was? Ach nee. Aber trotzdem ist hier gerade so der Monitor so fisselig. Komm schon, komm her! Wo ist er denn? Warum? Sag mir, wo du bist. Der Herr erbarme sich deiner Seele. Zeige dich. Ich schicke dir Läuse. Ich schicke dir deinen Tod. Wie wär's denn damit im Gegenzug? So, haben wir. So, mit R, genau, war das. Okay. Ich hab die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auf schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten. Aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Mhm. Also ich muss sagen, es ist echt schön hier. So, jetzt Fluss. Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Warum kann sich Ryan nicht selbst um diesen Scheiß kümmern? Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell von den schöne Grüße, du dreckige Ratte! Ah. Den Strom. Können wir hier hacken? Okay, wir lassen das erstmal. Oh, oh. Wie soll ich denn? Oh Gott. Nee, ist schon... Die Maschine ist überlastet. Wir haben ein bisschen Schaden natürlich jetzt dadurch bekommen. Wie soll ich denn da dran vorbeikommen? So. Karten sind neu gemischt sozusagen. Dann noch mal einen nach oben. Nee, das wird glaube ich nichts. Doch. Ah, nee, es wird nichts. Aufgrund des verdammt Sicherheit. Komm, wir hacken noch mal. Wurde neu gemischt, das heißt, es ist jedes Mal anders. Das ist sehr gut. Verlangsamen wir das erstmal hier. Dann führen wir das nach oben. Das würde jetzt im Kreis laufen. Dann führen wir es dahin. Dann führen wir es. Scheiße, da. Da. Und da. So, geschafft. Jetzt haben wir es gehackt. Ja, nach dem zweiten Mal erfolgreich gehackt. Der Sicherheitsalarm wurde trotzdem aktiviert. Natürlich schlecht. So.
aber was soll man tun? Was soll man machen? Ja. Ich bin gerade total noch nicht drin im Spiel wieder. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt hier gerade so viel. Aber naja, so ist es nun mal. Okay, die Dinger setzen sich auf jeden Fall keine Öllachen an. Ich habe jetzt extra geguckt. Aus dem einfachen Grunde, wenn ich die jetzt im Brand hätte gesetzt, aus Versehen, dann wäre wahrscheinlich schlecht gewesen. Fünf, vier, der letzte. Okay, Sicherheitsbot ist wieder weggeflogen. Hier ist der Strom aus. Wir können jetzt hier den Schalter umlegen. Noch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spliced und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Tja, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann, muss jetzt gerade mich auch mal anders hinsetzen eben.